Unsere Geschichte, auch Juon genannt, ist nicht erfunden. Sie beruht auf wahren Begebenheiten. Als erwiesen gilt inzwischen, dass das, was geschah, seinen Ursprung in einem bestimmten Haus hatte. Und glauben Sie mir, die Dinge, die hier vor sich gingen, stellen alles in den Schatten, was Sie aus dem Kino kennen. Sei gegrüßt, liebe Serienjunkies. Ja, wer von euch da draußen glaubt, dass die Star Wars Timeline schon ein einziges Durcheinander ist, der hat sich wohl, darauf wette ich, noch nie genauer mit dem Juon bzw. The Grudge Franchise auseinandergesetzt. Denn seit der Jahrtausendwende entstanden halt eben nicht nur im Ursprungsland Japan, sondern eben auch parallel in Hollywood insgesamt unfassbare 13 Filme zu dieser Horrorreihe. Und das i-Tüpfelchen, wirklich haltet euch fest, war ein Crossover mit The Ring. Und damit ist die Saga wohl, ja, das mit Abstand epischste Horror-Franchise der letzten Jahrzehnte. Und zugegeben, einige Kreationen der Reihe sind tatsächlich auch, um beim Thema zu bleiben, verflucht schlecht bewertet worden von der Kritik. Aber sei's drum, unter Horrorfans ist die Reihe nach wie vor extrem beliebt und besitzt absoluten Kultstatus. Tja, und das Einzige, was da bisher gefehlt hat, ist tatsächlich die Umsetzung einer kompletten Serie zu dem Stoff. Und tada! Netflix wäre eben nicht Netflix, wenn man diese Marktlücke nicht sofort erkannt und mit Juon Origins nun schließen würde. Die komplett in Japan produzierte Netflix-Originalserie kehrt dabei wieder zu den Anfängen der Reihe zurück und zeigt uns, wie einst alles begann. Die Geschichte beginnt also in jenem Haus, in dem der Fluch damals seinen Ursprung nahm. Ja, und diese steht ja bekanntlich in Nerima, einem Stadtteil der Millionenmetropole Tokio. Hier wohnt Takeo Saiki mit seiner Frau Kayako und dem gemeinsamen Sohn Toshio. Alles könnte also so schön sein, doch dann brennen bei Takeo alle Sicherungen durch. Er ist nämlich felsenfest davon überzeugt, dass seine Frau ihn nach Strich und Faden betrügt und eines Tages schlägt seine krankhafte Eifersucht dann in einen mörderischen Blutrausch um. Er tötet erst seine Frau und dann auch noch seinen Sohn. Doch wer aus Wut tötet, löst damit, Horrorfans wissen natürlich an dieser Stelle sofort Bescheid, einen Fluch aus, der sich am Tatort des grausamen Verbrechens immer wieder wiederholt. Tja, und genau das passiert dann auch der ahnungslosen Nachmieterin, dem japanischen TV-Sternchen Haruka Honyo. Übrigens behaupten die Macher hinter dem Franchise weiterhin steif und fest, dass die Geschichte tatsächlich auf wahren Begebenheiten beruht. Ich denke, die ganzen Jahre über hinweg haben sie sich da so oft eingeredet, dass sie es wahrscheinlich schon selber glauben. Ich bin jetzt aber erst einmal extrem gespannt, ob ihr euch diesen sechsteiligen Horrorschocker gönnen werdet oder euch dieses Genre im wahrsten Sinne des Wortes kalt lässt. Schreibt uns mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Jetzt wünschen wir euch extrem viel Spaß mit dem offiziellen deutschen Trailer. Euch ein schockierendes Wochenende. Möge der Stream mit euch sein. Bis bald. Ich kenne das Haus. Es wohnt ein Ehepaar darin, stimmt's? Als ich mal dort war, stand eine dritte Person am Fenster. Ich war kürzlich in einem seltsamen Haus und ich hätte da nicht hingehen sollen. Ich habe nachts immer Schritte gehört. Immer da, wo sie ist, geschieht irgendetwas Merkwürdiges. Auf dem Haus lastet ein Fluch. Wollen Sie das damit sagen? Es passierte, als ich 5 war. Renn weg! Eine Frau ist gefangen gehalten worden und hat ein Kind bekommen. Ich muss dir nämlich was sagen. Das Baby ist nicht von dir. Ihre Leiche wurde gefunden, das Kind nicht. Wir drei sterben zusammen. Ich hörte eigenartige Dinge. Tap, tap. Dieses Haus. Ich möchte dieses Haus, in dem er gewesen ist, finden. Was hat es mit diesem Anwesen auf sich? Das ist auf keinen Fall ein Kind. Unsere Geschichte, auch Juon genannt, ist nicht erfunden. Sie beruht auf wahren Begebenheiten. Als erwiesen gilt inzwischen, dass das, was geschah, seinen Ursprung in einem bestimmten Haus hatte. Und glauben Sie mir, die Dinge, die hier vor sich gingen, stellen alles in den Schatten, was Sie aus dem Kino kennen.